von Alex Feuerherd. Das Thema Videobeweis steht auch am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Mittelpunkt, weil Deutschlands Schiedsrichter Nummer 1 in Mainz von seinem Videoassistenten falsch beraten wird. Darunter leiden einmal mehr die Kölner. In der Länderspielpause hat sich vor diesem 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Dauerthema Videobeweis einiges getan. Helmut Krug ist nicht mehr Projektleiter, seine Aufgabe hat Lutz Michael Fröhlich persönlich übernommen, der Vorsitzende der DFB-Schiedsrichterkommission Elite. Die Supervisoren im Kölner Studio haben während der Spiele keinen Kontakt mehr zu den Videoassistenten und werten nur noch deren Einsätze aus. Alle Clubs wurden noch einmal schriftlich über die Grundsätze des Videobeweises informiert. Dazu gehören die Definition, wann ein klarer Fehler des Schiedsrichters vorliegt, der einen Eingriff des Videoassistenten nach sich zieht, sowie die Rollenverteilung und der Ablauf bei Interventionen des Helfers vor dem Monitor. Der DFB hat mit der personellen Konsequenz, der Aufgabenveränderung bei den Supervisoren und der Klarstellung gegenüber den Vereinen auf die immer heftiger werdende Kritik reagiert, die Clubs, Öffentlichkeit und Medien an der Umsetzung des Videobeweises geäußert hatten. Colinas Erben, das ist Deutschlands einziger Schiedsrichter-Podcast, gegründet und betrieben von Klaas Rehse und Alex Feuerherd. Er beschäftigt sich mit den Fußballregeln, den Entscheidungen der Unparteiischen sowie mit den Hintergründen und Untiefen der Schiedsrichterei. Colinas Erben schreiben jeden Montag auf n-tv.de über die Schiedsrichterleistungen des Bundesligaspieltags. Unser Autor Alex Feuerherd ist seit 1985 Schiedsrichter und leitete Spiele bis zur Oberliga. Er ist verantwortlich für die Aus- und Fortbildung in Köln, Schiedsrichterbeobachter im Fußballverband Mittelrhein und arbeitet als Lektor und freier Publizist. Sie hatten vor allem fehlende Transparenz und Kommunikation sowie Unklarheiten in den praktischen Abläufen beim Einsatz des Videobeweises bemängelt. Zudem stand der Vorwurf im Raum, Projektleiter Krug habe als Supervisor Entscheidungen eines Videoassistenten beeinflusst und damit seine Kompetenzen überschritten. Lutz Michael Fröhlich gab in der Bundesliga-freien Zeit viele Interviews, versprach mehr Transparenz und Kooperation und versuchte, die Wogen zu glätten. Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel bemühte sich um eine Beruhigung der Debatte. Dabei brachte er bei seinen Versuchen im Fernsehen und auf Facebook, die Kernpunkte des Videobeweises zusammenzufassen, allerdings so viel durcheinander, dass weitere Verwirrung entstand. Denn nicht wenige glaubten, oder fürchteten, die Auslegung der Regularien werde nun ein weiteres Mal verändert. Der DFB muss stehe deshalb auf seiner Website ein Interview mit Grindel nachlegen, in dem die Dinge gerade gerückt wurden. Nicht gerade ein Musterbeispiel für gelungene Kommunikation. Am Wochenende nun gab es insgesamt weniger Diskussionsbedarf über den Videobeweis als zuletzt, allerdings wurde der Spieltag von einem folgenschweren Schnitzer des Videoassistenten in Mainz überschattet. Dort spielte der 1.